A gefunden. Wir wissen jetzt, dass es ein Kampf gekommen ist. Ich würde jetzt aber genau wissen, was passiert ist. Ja. Erzählen. Ich habe die Nacht schon wieder von diesem komischen Mädchen geträumt, wovon ich euch schon mal erzählt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und sie geistert fast jede Nacht in meinen Träumen herum. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, genau. Erzähl immer keine Scheiße jetzt. Geister gibt es gar nicht. Und was ist, wenn es stimmt? Schon komisch. Sie will, dass ich ihr helfe. Aber wie? Ich glaube eigentlich nicht an übernatürliche Erscheinungen, aber einen Grund muss es doch dafür geben. Und was, wenn nicht, heißt es ja denn, dass ich verrückt bin? Naja, das habe ich ja schon immer gesagt. Ey! Wann ist denn das Mädchen verschwunden? Vor circa 10 Jahren. Lass uns doch mal im Internet nachschauen. Vielleicht finden wir ja dazu etwas. Ja, machen. Schau mal hier, ein Bericht über ein verschwundenes Mädchen, aber leider ohne Foto. Aber von der Zeit und von der Region könnte es passen. Was hast denn du eingegeben, na? Verschwundene Tote 2010 bis 2015 und Region Wasserstadt Fürstenberg. Zeig mal her hier. Seit vergangenem Freitagabend ist die 17-jährige Marie S. als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde Marie S. mit einer Gruppe Jugendlicher am Rüppensee bei Fürstenberg gesehen. Marie ist das Adoptivkind der Familie S. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, kann sich in der Polizeiwache in Fürstenberg oder in jeder anderen Polizeiwache oder über das Internetportal Lass uns doch mal den Reporter dazu aufsuchen. Der hat doch bestimmt darüber recherchiert. Wie heißt denn der? Also, warte, ich guck mal, wie er heißt. Berger. Wilfried Berger vom Havelland-Kurier. Ey, die sitzen doch auch in Fürstenberg in der Kalkowski-Straße. Ja? Ja, wir rufen da mal an. Vielleicht bekommen wir einen Termin. 709 ist die Nummer. Ja, du telefonierst mit der. Okay. Sie sprechen mit Frau Markwart. Was kann ich für Sie tun? Wir hätten gerne mit Herr Berger gesprochen. Also es tut mir leid, Herr Berger arbeitet nicht mehr hier. Wissen Sie, wie wir ihn erreichen können? Es geht um einen Artikel, den er vor einigen Jahren geschrieben hat, über Marie S. Ja, das war eine komische Geschichte. Warten Sie mal einen Augenblick. Okay. Herr Berger ist vor circa 2 Jahren frühzeitig in Rente gegangen. Eine Telefonnummer habe ich leider nicht. Aber er wohnt hier in Fürstenberg, in der Schützenstraße 64B. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Ja, vielen Dank.
Ja? Hallo, Herr Berger. Mein Name ist Jolene. Wir würden Sie gerne über den Artikel zu Marie S. befragen. Meine Freundin Emma ist auch da. Können wir raufkommen? Ja, zweiter Stock, kommt hoch. Ihr seid ziemlich jung. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Sie haben doch mal über Marie S. recherchiert. Das ist schon 2 Jahre her. So lange bin ich schon nicht mehr bei den Havelland Kurier. Ist auch eine ziemlich lange Geschichte. Wir sollen für den Unterricht ein besonderes Ereignis aus der Region untersuchen. Wissen Sie, wie der Fall ausging? Für welches Schulfach? LER. Naja, scheint ja mal was Sinnvolles zu sein. Ich glaube, damals gab's 8 Tatverdächtige. Ich glaube, die mussten alle zum DNA-Test. 7 hatten Alibi. Einer hieß Fuhlmann. Ist das nicht der berühmte Stadtalki? Ja, der hatte auch ein Alkoholproblem. Definitiv. Die Polizei hatte aber auch nichts in Hand. Mussten ihn dann laufen lassen. Sie gilt im rechtlichen Sinne immer noch als vermisst. Ich hatte kurz vor dem Verschwinden einen Artikel geschrieben. Ich kann mich daran noch erinnern. Die Marie lebte bei den Sieberts. Was? Sieberts? Ja, sie wurde auch von denen adoptiert. Also, ich glaube, ich muss da irgendwo eine Akte haben. Ich gehe mal schauen. Da ist sie. Da Marie Siebert. Können wir die behalten? Ja, kein Ding. Könnte haben. Ist auch nicht viel drin. Tut mir leid, dass ich dadurch nicht weiterhelfen kann. Habt ihr denn schon einmal mit dem Kriminaloberkommissar gesprochen? Keine Ahnung, wie der hieß. Nein, wir fangen ja auch gerade erst an. Aber danke für den Tipp. Warum arbeiten Sie nicht mehr bei der Presse? Mir ging es nicht so gut. Bleib mal stehen, Hüb. Marie? Das ist Marie, oder? Ist da noch was? Nein, ich glaube nicht. Nein? Mhm. Ey, laut den Berger ist doch der Hauptverdächtige der Fuhlmann. Ist es nicht diese abgeranzte Straßenbuddy? Ja, warte. In der Akte steht, zum Zeitpunkt des Verschwindens von Marie waren 8 Personen im Bereich der Wartstelle eingeloggt. Die Jugendgruppe hatte bestätigt, dass sie gegen 19 Uhr abgehauen sind und Marie die Letzte und auch schon am Zusammenpacken war. Von den 8 Verdächtigen, übrigens, der Berger war auch dabei, haben 7 ein Alibi, nur der Fuhlmann nicht. Steht da noch mehr zu dem Fuhlmann da? Nein. Na, ich glaube, Marie. Werde ich jetzt komplett verrückt? Nein, kein Zweifel, ich habe sie auch gesehen. Ey, was machen wir denn jetzt? Wir müssen zur Polizei. Thank you.
Tschüss. Oh, Erik, du bist ja immer noch da. Ja, hör auf, war eine ganz schlimme Nacht heute. Ist irgendwas Aufregendes passiert? Das Übliche, ein paar Einbrüche, ein paar Diebstähle, aber nicht wirklich spektakulär. Okay. Zeit für Feierabend, ne? Ja, das ist Zeit für Feierabend. Ja, glaube ich dir. Hallo. Hallo. Na, was kann ich für dich tun? Wir wollen eine vermisste Person melden, also wir haben eine vermisste Person gesehen. Ja, aber wenn er sie gesehen hat, kann sie ja nicht mehr vermisst sein. Wen habt ihr denn gesehen? Die Marie Siebert. Marie Siebert? Wer soll das sein? Ist das eine Freundin von euch? Die ist vor ca. 10 Jahren verschwunden. Und die habt ihr jetzt gesehen? Ja. Hatte nicht Schibelski dazu ermittelt? Ich glaube schon. Wartet mal kurz einen Moment. Ja, morgen. Hier sind zwei Mädels, die sagen, die hätten die Siebert gesehen. Nee, nicht die Mutter. Marie Siebert. Weiß ich doch nicht. So, Schibelski kommt, also Kriminaloberkommissar Schibelski, und ihr könnt so lange draußen Platz nehmen. Der hat mit euch dann den Rest. Okay, danke. Bitte, bitte. Und wie alt seid ihr beide? Also ich bin 16. Ich bin 16,5. Okay, dann ist das hier nur ein Gespräch. Und wie heißt ihr? Ich bin Emma. Jolene. Und ihr habt also Marie Siebert gesehen? Ihr wisst schon, dass Marie Siebert 27 Jahre alt ist. Woher kennt ihr sie denn? Also ich kenne sie aus meinen Träumen, Albträumen. Ihr wollt mich... Ihr wisst schon, dass wir hier Arrestzellen haben? Mit Türen? Nein. Emma träumt wirklich schon diese Träume. Seit ca. 2 Jahren. Ja, in meinen Träumen ist sie im Wald, redet hin und wieder mit mir und es sieht so aus, als ob sie vor irgendwas Angst hat und wegrennt. Was hat sie denn in den Träumen an? Also eine knielange Hose und einen dunklen Pullover mit kurzer Knopfleiste. Und das siehst du alles in deinen Träumen? Ja. Und einen Jungen namens Todd, der ein buntes Kuscheltier in der Hand hält. Ein Kuscheltier? Was denn für ein Kuscheltier? Ja, so richtig konnte ich es auch nicht erkennen. Irgendeine Katze, auf jeden Fall irgendwas Buntes. Ah ja, ein buntes Kuscheltier. Marie Siebert gilt immer noch als vermisst. Leider haben die Ermittlungen nichts ergeben. Wo habt ihr sie denn gesehen? Gegenüber von der Eisdiele Lindemann. Dort ist sie in der Balenseestraße verschwunden. Balenseestraße? Nun weiß ich nicht. Ich höre mich mal um, aber mehr geht leider auch nicht. Der Fall ist abgeschlossen und deine Träume reichen leider nicht aus, um die Akte wieder zu öffnen. Also gut. Schön, dass ihr hier wart. Danke. Ihr könnt jetzt gehen. Hallo Frau Siebert. Hier Kriminaloberkommissar Schibelski. Haben Sie oder Ihr Mann irgendetwas über ein Kuscheltier erwähnt? Haben Sie nicht? Nur sein Gedanke. Dankeschön.
Ich habe gestern schon wieder von Marie geträumt. Sie hat gesagt, im Wald unter dem Feuer. Im Wald unter dem Feuer? Das ist alles? Ja. Warte, ich schau mal nach. Vielleicht finden wir im Internet etwas darüber. Macht es. Guck mal, hier. Vor gut 10 Jahren hat es in der Nähe vom Stolpsee gebrannt. Und was hat das Ganze jetzt mit Marie zu tun? Ich ruf mal Onkel Freddy an. Der ist doch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas dazu ein. Macht es mal. Ja. Hi, Fridolin. Oh, wenn meine Nichte mich Fridolin nennt. Was gibt's? Vor rund 10 Jahren hat es doch in der Nähe vom Stolpsee gebrannt. Kannst du dich daran erinnern? Ja klar, das war Brandstiftung. Allerdings haben wir nie erfahren, wer es war. Sonst noch etwas? Der Brand ging von einer Grillhütte aus, aber es gab keinen weiteren Brandbeschleuniger. Und warte mal, wir hatten das, glaube ich, auch schnell unter Kontrolle. Einer Grillhütte? Ja, ja. Die ist komplett abgebrannt, aber an gleicher Stelle ist eine neue errichtet worden. Warum fragst du? Weil zu diesem Zeitpunkt ist ein Mädchen verschwunden und wir glauben, damit es deinen Zusammenhang gibt. Ja, daran kann ich mich erinnern, aber einen Zusammenhang sehe ich da nicht. Es wurde ja auch keine Leiche gefunden. Verstehe. Vielen Dank, Onkel Freddy. Na klar. Tschö. Tschüss. Tschüss. Hast du das gehört? Ja. Ey, Emma, die Grillhütte kennen wir. Wo wir letztes Mal dort waren, haben welche gegrillt oder Lagerfeuer gemacht. Ja, stimmt. Du, ich glaube, wir müssen dort nochmal hin. Aber nicht mehr heute. Okay. Lass Netflix gucken. Das ist also die Hütte, die Onkel Freddy meinte? Ja. Und wo soll jetzt hier eine Leiche sein? Also wenn ich der Mörder gewesen wäre, hätte die Leiche unter dem Lagerfeuer verbrannt. Ich könnte mal nach dem Spaten gucken. Das wäre eine gute Idee. Komm, Spaten! Der Brief? Was ist das? Aber nur ein Stein. Halt mal. Das ist ein weißer Stein. Das ist kein Stein. Nee. Das ist kein Stein, Alex. Das ist viel zu groß für einen Stein. Ey, lass das mal lieber. Ja. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Stein. Ja, es sieht nicht aus wie ein Stein. Hast du richtig erkannt? Ja, das ist kein Stein. Ja. Nimm mal einen Stock. Das ist ein Riesen. Das ist keine Muschel, das ist ein Kopf. Ich glaube, hier muss die Polizei weitermachen. Kannst du schon was sagen? Weiblich, die Leiche ca. 15 bis 20 Jahre alt. Und zur Todesursache? Kann ich noch nicht zu sagen, sie ist schon zu lange hier. Und wann kannst du dazu was sagen? Wenn ich sie auf meinem Tisch habe, spätestens morgen Mittag. Könnte es Marie Siebert sein? Morgen Mittag. Okay. Wer hat die Leiche eigentlich gefunden? Die Jugendlichen da. Ah, da schau an. Miss Emma und Miss Julie. Ihr habt sie also gefunden? Woher wissen Sie das? Ist das Marie? Dazu können wir frühestens morgen Mittag was sagen.
Unternehmung Berger, Waldhof Zotzen, 7.8.2023. Herr Berger, wir haben DNA gefunden. Ihre DNA am Opfer. Wir wissen jetzt, dass es zu einem Kampf gekommen ist. Ich würde gerne wissen, was genau passiert ist. Ist das Wasser angenehm? Probieren Sie es doch selber, ich bin doch nicht Ihr Pflegedienst. Was hat denn das mit Pflegedienst zu tun? Boah, verpissen Sie sich! Was? Wie ist sie zum Fundort gekommen? Ich habe mein Auto geholt, sie in den Kofferraum gelegt und zum Grillplatz gefahren. Aber du, Emma, Das ist schon eine Tragödie, oder? Auf jeden Fall. Aber wenigstens geistert sie jetzt nicht mehr in meinen Träumen. Aber was ist eigentlich mit diesem Tod? It's been some time since I had your love, and I'm truly missing every second with you. Every time I'm looking up to the sky, it makes me clear how much I'm missing you. It makes me sad that I'm never gonna see this pretty face of yours again, never again. Streaming tears don't
circle my face. I'm standing in front of your old home place. And I wonder how you're feeling in heaven. Right now I know you are my guardian angel.